Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 703, oder wie immer heißt. Wir müssen immer unser Gepäck umladen, und zwar das, was wir nicht stacken können. Ja, Wasser schon. Wallbomber werden wir keine bauen können, aber wer weiß, wozu es gut ist. Da brauchen wir nicht, da können wir zerlegen. Das ist essbares Zeug, Messing, Maismehl. Das können wir gar nicht, auch nicht. Ja, Munition schon beibehalten, ne? Ja, wenn du überlegst, ist ja an sich kein Gewicht, ne? Aber hier der Schrott soll ich schon. Munition. Messer, ich habe noch viel Gepäck. Zerlegen. Ja. Aber irgendwo haben wir schon mal genug. Bretter, ja, gut. Nehmen wir runter. Ist nicht ganz so schwer. Haben wir zum Haus und da wollen wir in den Keller auch noch reingehen. So, schauen wir mal in den Keller. Ja, Schatten noch einen Baum. Kohlenback, was ist das für ein Scheiß? Also mit Munition haben wir ganz guten Fang hier gemacht bis jetzt. Zwar kein Tresor gefunden, aber dafür, da ist was verdächtig. Da mal gucken mal nach. Das scheint Munition zu sein. Und ist auch so. Die werden wir auch gebrauchen können. Ja, Wasser ist nicht schlecht. Aber im Grunde, das ist verdächtig. Ah, das ist ganz verdächtig. Das können so ein selbstgebastelten Minen sein, also ich bin dann schon neulich fast gestorben. Man ahnt ja nichts Schlimmes, ne? Und dann Bums. Das würde ich auch. Oh. Ey, git. Macht sich für die Sauerei. Ich muss Typen gleich erledigen, sonst hast du gleich am Nacken. Aber hier immer noch schön, oh, da am Tisch, das ist gefährlich. Aber gut. Sag doch. Dass er nicht geahnt habe, dass einer drin ist. Wollten wir erst das Ding wegschlagen. Hier ist ein Waffen da. Oh. Die habe ich schon gar nicht gerechnet. Neue Munition.
Könnte das sein? Puh. Hier versteckt. Hier in Ecke, wa? Und hier ist ja. Schauen wir uns mal das Höhlen an. Das ist Schutt. Das ist Zement. Müsste man eigentlich alles mitnehmen, aber wie gesagt, das ist das Problem. Ich habe zu wenig. Oh, eine Axt. Ich habe wieder eine stille Axt. Binde ist gut. So, dann mal gleich mal gucken. Der Wolf der Kiste. Aber ich staune, dass hier kein Safe war bis jetzt. Also nicht durch mehr oder was? Gibt's doch gar nicht. Patronenhosen, Mann, Junge. Entschuldigung. Bier. Also Bier bringt rein. Gar nichts. Bin voll. Tja. Haben wir uns mächtig überladen, ne? Dann können wir die Kiste nicht mehr holen, also wir kriegen ja nichts mehr mit. Dann müssen wir mal schauen. Das böse Falle. So, immer so ein Fahrrad. Nehmen wir die Treppe, sonst brechen wir die Knochen mal den Gericht zusammen. Man, so haben wir noch nie gehabt, 116 Stück. Also die Stadt lohnt sich. Brauche nur ein Auto. Das ist Dauerlauf. So, schau mal auf, wo die Kiste liegen könnte. In der Ecke. Das ist eine Not, werde ich mal. So, egal, fahren wir hin, ne? So, essen wir ein bisschen auf, was wir haben noch an Essen. Aber wir müssen hier ein bisschen was finden. Wir haben ein bisschen Zeit. Kurze Kontrolle. Da nicht. Hier.
Richtigen Weg, ja, von da links. Das passt schon. So, hier. Muss ich mal die Straße begradigen, so dass ich mit dem Auto fahren kann nachher. Aber Auto fahren, ja, mal schauen, ne? Wenn wir es bauen könnten, das Nest. Naja, gut. Ich habe ja jetzt einen neuen Bogen. Mal probieren mit Pfeile herstellen, ob wir da was erreichen können. Punktum Einsparung von Munition. Ich will noch Nitrat abbauen die nächsten Tage. Kräftig. Weil für den Chemietisch brauche ich 1000 Nitrat und 1000 Kohle. Kohle habe ich. Aber mir fehlt die 1000 Nitrat. Dann kann man kostengünstige Munition erstellen, also Schießpulver erstellen. Das haben wir schon mal geguckt. Denke ich mal. Da vorne ist die Kirche oder Kapelle, ja, der wie das Ding heißt. Ja, ich habe noch kein Mais geholt, ne? Egal. Ich habe noch 6 Mais oder 7 Mais da. Fahr mal das Kevel ein. Und noch eine Stadt. Mal ganz kurz gucken. Noch weit weg ist. Ey, wir haben sogar zwei. Hinter uns ist einer und vor uns einer. Ach, da oben. Können wir gleich mal gucken. Holzbogen. Den haben wir raus. Sturmgewehr. Muni. Können wir stacken, das passt. Mayo, haben wir Mayo schon dabei? Dann weiter mal rausnehmen. Eisenpfeil. Ich gebe so ungern was weg. Die Tat ist nicht viel. Nahrungsmittel sind viel wichtiger. So, ach, können wir stecken? Nee. Hühnchen, Lamm, na gut. Essen wir gleich. Das sind Witzbolde. Die haben hier Nahrung und dann. Ne. Holzbogen.
Ja. Dose Erbsen. Weh, das schlecht, oder? Gut. Also ich muss sagen, bin ja schon sehr zufrieden. Tschüss. Schau noch in der anderen Kiste. Die ist schon ein bisschen älter. Wie gesagt, ohne Fahrrad bist du aufgeschmissen, weil letztendlich kannst du die Kiste zu Fuß nie erreichen, weil du nie zurückkommst, bevor es dunkel ist. Nachts werden die Zombies besonders aktiv und sie werden doppelt so schnell oder dreimal so schnell. Dann kriegst du nicht gebändigt. Jetzt kannst du noch weglaufen und mit dem Fahrrad wegfahren, das kannst du im Dunkeln nicht mehr. Zumal auch im Dunkeln du so nichts siehst. Das ist das Erste. Und zum Zweiten, das Entscheidende, sind zu schnell. Hundertsechzehn Schuss. Hab die zwar getroffen, aber nicht tödlich. Nur mein Auge ist so tot. Denn so kann man nicht existieren, ne? Wo bist du, Kiste? Wo bist du? Die doch vorher noch gesehen. Ach da. Nitrat kann man interessieren, aber gut. Der Haken ist ein bisschen voll. Na, hiermit kriege ich hier. Armbrust. Zu viel zu essen. Und ich bin schon so satt. Du, was machen wir jetzt? So. Pistole habe ich zwei. Pistolen kann man. Eisenknüppel kann man sich bauen. Das nehmen wir mal dazu. Dann das dazu. Haben schon Pfeile. Andere Sorte. Ja, was soll's. Maismehl können wir hier anlagern. Rindfleisch, Hühnchen. Ja, nee. Aloha-Creme, ja, gut. Thunfisch. Oh, nee. Kriegt das nicht untergebracht. Ich würde von nichts trennen. Munitionshülsen auch nicht. Wasser auch nicht. Hab davon wäre. Gut, das ist ja egal. Von den Dingen habe ich zu Hause auch noch was. Rindfleisch. Ja, mehrere Sorten ist ungünstig, ne? Kann man nicht stacken. Ja, leere Dosen können auch weg. Ja, gut. So Samen, ne? Naja, muss ich mal gucken. Was kann ich da entbehren? Tabletten nicht. Wasserkrug auch nicht. Kurzes Eisenrohr habe ich zu Hause genug. Gut. Fahrer, wo bist du? Ist aber nach Hause. Ja, das ist gut.
Na, das kriegen wir nicht mehr mit. Das haben vor der Haustür. Er muss einen Weg fahren und dann wieder zurück nach Hause. Und mal ganz kurz schauen. Links nicht, das ist auch noch eine Stadt. Können wir so viel suchen und tun und machen. Aber ein paar Tage Blutmond. Dann ist ganz gut, dass wir Munition haben. Ah, Karte wollte ich machen. Wir müssen auf dem Weg zurück und nach links. Richtung Haus. Na. Ach du arme Sau. Eigentlich müsstet ihr lösen, aber. Umsonst die Munition, ne? Ich hebe auch lieber auf. Können wir Gas geben. Dann können wir heute Nacht noch ein bisschen Nitrat pickern. Ja, nach links glaube ich, ne? Ja, die Richtung ist verkehrt, die ist jetzt nicht. Ich schaue lieber nach, bevor ich hier in die verkehrte Richtung fahre. Ich glaube, hier war das Maisfeld. Aber ich kriege. Naja, ich habe genug Dosen heute. Heute gibt's Lamm oder Rind. In Dose. Vielleicht kann man auch ein Rezept machen mit Feuer irgendwas. Das wird leichter verdaulich. Finde ich jedenfalls. Meine Dose ist eh schon gekocht worden, weil es ja konserviert ist. So. Kurz Luft holen und bergauf und richtig Gas geben. Tour de France, ne? Aber ihr müsst für Fahrradfahren auch XP-Punkte geben. Lassen wir mal rollen, ne? Ein bisschen erholen. Aber ein Fahrrad ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Man kommt viel schneller von A nach B. Guten Tag, Wiedersehen. In dem Augenblick immer Luft aus, gibt's doch gar nicht. Ja, hierbei bleiben muss ich auch noch irgendwie absichern. Meine ganze Aktion hier. Dass ich hier in aller Ruhe. Ja, nach unserem Blei suchen kann, ne? Ja, jetzt geht's mal noch nach Hause. Ja. Viel mehr Dinge bauen. Bevor es losgeht, müssen wir hier bauen. Zwar noch fleißige rote Teile. Aber irgendwann. Ein paar habe ich schon gebaut. Ups. Macht ja jetzt die Werkbank. Alle Ruhe, man kann Sachen im Prinzip schneller bauen und ohne was man mit sich rumschleppen muss. Völlig außer Puste, Junge. Völlig außer Puste.
Das Ding ist gut, wenn es klappt. Ich weiß auch nicht. Hat er seitdem noch keinen Besuch im Keller gehabt? Ich weiß nur, letzten Mal hatte ich immer Besuch gehabt und da habe ich mich entschieden, okay, jetzt ziehst du um ins Düsenabteil. Ne? Also ist ja doch ein bisschen sicherer als das Holzhaus. Weil das Holzhaus gehen die Jungs durch. Da können wir noch auflassen. Noch bringt das ja nichts. So, wir sind angekommen zu Hause. Jetzt gehen wir ganz kurz nach oben. Und Sachen einlagern, ne? Lebensmittel ist hier rechts. Oh Mann. Trinken wir was immer, ne? Der junge Durst. Also die Armbrust ist gut. Muss man testen. Pfeil habe ich auch. Oder Holzbogen, ne? Einen zweiten. Ei. Das werden wir gleich einschmelzen. Dann haben wir wieder, glaub, Brass. Das brauche ich für Zement. Das sollten 30 Schuss werden normalerweise. Sollten. Habe ich eingepackt. Oh, ich habe keine. Gut, die Bretter hatte ich ja. Ich glaube, da waren Rohstoffe. Müssen wir mal schauen. So, haben wir drei. Wie sind wir mit Stahl, ne? Ich weiß, wozu es gut ist. So, Maismehl. Die kommen woanders rein. Wasserflaschen. Oh. Da. Glaskrug. War leere. Ich habe festgestellt, dass warte aus. Block. Die macht also plus. Na gut. 4. Spiritus. Kaffee. Lamm. Hühnchen. 15. Auf 15. Das finde ich immer ein Witz. Da schicken die einen im Prinzip ein Hilfspäckchen und Hundefutter dabei. Ja, gut. Öl kommt woanders rein. Das auch. Ja. Ja, schwierig, schwierig. Ich habe schon eine AK. Mein Problem ist dabei, die Munition geht da mit schnell rauf und das ist immer nicht so gut. Munition muss ich einsparen. Das ist das ganze Problem dabei. Wenn ich genug Munition habe, ist auch kein Thema. Aber bei dem reicht nicht. So. Patronenhülsen. Das haben wir noch eine Dose vergessen. Oh, schwere Entscheidung, schwierig, schwierig. Das hatte ich anders auch gehabt. Und zwar
Hier. Soll ich gerne ein bisschen zusammen. Ich bin wieder voll. Das heißt, werde ich hier ein paar Waffen auch noch reinlegen. Beziehungsweise Blei. Ich habe wie gesagt kein Dings gefunden. Dann noch mal 30 Schuss plus die 9, glaube ich. Noch ein paar zusammen. Und gut gerüstet. So. Noch was Essbares bei? Ja, Wasser. Das kommt woanders rein. Das ist voll. Auch voll. Ja. Irgendwo gehabt, da oben. Ich hab schon Hammer, zwei Stück. Muni, genau. Die brauche ich nämlich Eisenpfeil, ach so. Muss ich mal bauen noch. Das können wir verarbeiten. Das können wir auch verarbeiten, einschmelzen. Das schmelzen wir auch ein. Verwende ich so nicht. Messer sollen wir eins mitnehmen. Sehen wir, was noch. Spiritus haben wir woanders auch schon. Aber Mann. So Leute. Ich sag mal von hier aus mal Schüssel und Winkel. Ich sortiere ein bisschen ein. Jo, hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann sage ich mal Tschüss und Ciao, ciao. Ne? Morgen geht's weiter. Tschüss.